Von Senkungsbeschwerden ist jede dritte Frau betroffen. Jedoch gehört nicht jede Senkung operiert. Ich möchte Ihnen jetzt die nicht operativen Maßnahmen vorstellen. Vor Beginn einer Therapie oder einer Maßnahme ist es immer wichtig, dass Sie gut aufgeklärt werden über die Funktion und über die Anordnung der Beckenorgane. Eine Möglichkeit ist, die gesenkten Organe zu stützen in Form eines Pessars. Pessare haben unterschiedliche Formen. Es gibt die Form eines Würfelpessars, eines Ringpessars oder auch eine konische, rechteckige Form. Wichtig ist, dass diese Pessare von Ihrem Gynäkologen, Ihrer Gynäkologin gut angepasst werden, nämlich die Auswahl der Form, aber auch die Größe. Die Pflege dieser Pessare oder wie Sie den Pessar dann anwenden, sich selber damit versorgen können, wechseln können, das erlernen Sie dann in der Kontinenzberatung. Dazu ist ganz wichtig, dass Sie regelmäßig Ihre Scheidenhaut pflegen, diese besondere Schleimhaut, damit diese gut geschmeidig bleibt, dass der Pessar nicht drückt, dass er keine Schmerzen verursacht, dass er gut zum Herausnehmen ist und auch wieder zum Setzen geht. Sie sollen ein angenehmes Gefühl haben und nicht zusätzlich ein belastendes Fremdkörpergefühl durch den Pessar. Der Pessar ist eine Möglichkeit zu stützen, aber was auch wichtig ist, ist, dass Sie die vorhandene Stütze, nämlich den Beckenboden, die Beckenbodenmuskulatur kräftigen, weil das ist unsere physiologische, unsere natürlich vorgegebene Stütze. Und diese Muskulatur kann man kräftigen durch ein physikalisch angeleitetes Beckenbodentraining oder zusätzlich mit Strom. Da bekommen Sie so ein Gerät mit einer Sonde, die man in die Scheide einführt. Und über diese Sonde wird Strom abgegeben. Dieser Strom dringt dann ganz tief in die feinen Muskelstrukturen und kräftigt die von innen heraus. Wenn die Muskulatur gekräftigt wird, dann wird sie auch dicker und somit besteht ein besseres Widerlager. Sollten die Senkungsbeschwerden oder die Senkungsprobleme der Organe zu Entleerungsbeschwerden führen, dann beraten wir Sie, wie Sie diese Entleerung verbessern können, durch Verhaltensmaßnahmen wie die richtige Sitzposition am WC zum Beispiel zur Stuhlentleerung mit einem Stockerl unter den Beinen, dass Sie nicht aktiv mitdrücken und mitpressen, dass Sie die Blase vollständig entleeren können, indem Sie vielleicht zwischendurch einen Positionswechsel machen und einmal kurz aufstehen oder wieder niedersetzen, dass Sie unterstützende Maßnahmen erhalten, um den Darm zu entleeren, mittels einer Ballonpumpe, mit der Sie Wasser in den Darm spülen oder Zäpfchen, die Ihnen helfen, die Darmentleerung anzuregen, aber keine abführende Maßnahme machen. Und natürlich bei Verlust von Harn oder Stuhl versorgen wir Sie mit passenden Hilfsmitteln, Einlagen oder dergleichen. Wenn Sie eine Therapie starten bzw. beginnen möchten, dann begleiten wir Sie in dieser Zeit. Wir kontrollieren den Erfolg, wie es Ihnen geht dabei. Sollte es zu keinem positiven Ergebnis kommen, sodass Sie zufrieden sind und sich vorstellen können, es so zu belassen, dann verweisen wir Sie wieder zu Ihrem Gynäkologen, zu Ihrer Gynäkologin, damit dort weitere Maßnahmen besprochen werden.